Südamerika vor der Revolution. Zweiter Teil von zwei Teilen. Die bolivianischen Zeitungen berichten 2003 von Arbeitern in La Paz, die Bürgerkrieg ja skandieren. Von einem Parlament, das aus Angst vor großen, wütenden Menschenmengen den Präsidenten absetzt, aber auch vom Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten, der ein Ende der Streiks und den Rückzug der Demonstration aus La Paz beinhaltet. Revolutionärer Eifer entlädt sich oft wie ein Blitz in den unerwartetsten Formen. Die Nachricht, dass Lutala vorhatte, mit den neu entdeckten Gasvorkommen die einzige Aussicht des Landes auf Wohlstand an transnationale Konzerne zu verkaufen, brachte die Stimmung im Oktober 2003 zum Siedepunkt. Was als sporadischer Protest begonnen hatte, gipfelte plötzlich in Massenstreiks und Konfrontationen, nachdem die Polizei Dutzende von Demonstranten erschossen hatte, die sich auf einem Marsch in die Hauptstadt befanden. Daraufhin wurde El Alto zum Zentrum der Bewegung. Und damals entdeckten auch die Bergarbeiter ihre alten Kampftraditionen wieder und nahmen Dynamitstangen mit, um sich den protestierenden Massen in La Paz anzuschließen. Präsident Lutala floh angesichts des spontanen Aufstandes in einem Hubschrauber aus dem Land. Es war der dritte lateinamerikanische Präsident, der das in den vergangenen 3 Jahren tun musste. Zitat Ende. Link 2, nämlich Ecuador, Argentinien und Bolivien. Die PTR in Chile, die PTS in Argentinien und die LUA in Bolivien. Das sind alles trotzkistische Organisationen, die sich mit den Kämpfen der Ureinwohner um Selbstbestimmung solidarisieren. Dies ist eine unbedingte Vorbedingung dafür, die Indigenen für eine revolutionäre sozialistische Tradition zu gewinnen, da deren Anführer sie als von Weißen dominiert abtun. Wenn die revolutionäre Arbeiterbewegung und die Indigenen zusammen kämpfen, können sie eine starke Kraft bilden. Leider gibt es in Argentinien, wo die PTS stark ist, nur 2,5% Indigene. Aber sie haben doch schon eine größere Mitgliederanzahl. In Bolivien gibt es doch eine Anzahl an Indigenen, aber da ist die LUR noch schwach. Aber in Chile, Mexiko, Uruguay, Venezuela und Brasilien gibt es ja noch beides. In Brasilien gibt es noch 100 selbstverwaltete Betriebe. Auch einige in Uruguay, Bolivien und sogar in Venezuela. Evo Morales vertrat als Gewerkschafter die Coca-Bauern. Coca ist eigentlich die einzige Pflanze in Bolivien, die es sich noch lohnt anzubauen. Im Januar 1906 wurde er dann zum Präsidenten gewählt, als erster indigener Präsident von Südamerika. Seine Präsidentschaft war für die Indigenen
aber auch für alle Bolivianer ein Erfolg. Die Analphabetenrate ist von 2006 auf 2018 von 13 auf 2,4% gefallen. Die Arbeitslosenrate von 19,2% auf 4,1%. Die mittlere Armutsrate ist von 60,6% auf 34,6% gefallen. Und die extreme Armutsrate ist von 38,6% auf 13,2% gefallen. Der Gasanschluss kostete vorher 1000 bis 1500 Dollar. Bei ihm kostet er gar nichts mehr. Nach drittes Jahrtausend. Putsch in Bolivien. Link 1. Er hat viele Rohstoffvorkommen nationalisiert und das Eisenbahnnetz weiter ausgebaut. Viele Indigene sind jetzt in den Mittelstand aufgestiegen oder machen Karriere, indem sie studieren. All diese Ex-Wähler wollen aber keinen klaren Kurs mehr für die Armen, wie Morales führt. Ausschlaggebend für den Putsch war dann aber der Lithiumvertrag mit einer deutschen Firma, ACI Systems, über den Lithiumabbau. Aber auch, dass dann diese Firma gemeinsam mit einer chinesischen Firma die Batterien in Bolivien zusammenbaut. Das schloss die Ausbildung der bolivianischen Arbeitnehmer mit ein. Man muss wissen, dass das Lithiumvorkommen in Bolivien 60% der gesamten Welt ausmacht. VW will ja seine E-Flotte stark vergrößern. Auf der anderen Seite will ja die amerikanische Firma Tesla im Land Brandenburg bei Berlin ein Werk für E-Autos bauen. Durch den Lithiumvertrag mit Bolivien hätte dann VW einen großen Vorteil gegenüber Tesla gehabt. Das geht natürlich nicht. Noch dazu im Hinterhof der USA sollen die Europäer doch bitte schön in ihrem eigenen Hinterhof bleiben. In Afrika. Da musste der CIA natürlich eingreifen. Und alle bolivianischen Lumpenproletarier auf Evo Morales setzen. Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 28.11.1919. Link 3. Zitat: Die Zukunft der etwa 50 deutschen Unternehmen in Bolivien ist ungewiss. Ein DIHK-Sprecher, Deutsche Industrie- und Handelskammer, sagte den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass es nicht abzusehen sei, welche wirtschaftspolitische Agenda Boliviens neue Regierung künftig verfolgen wird. Kurz vor seiner Flucht hatte Präsident Evo Morales noch ein Dekret aufgehoben, welches deutschen Firmen direkten Zugriff auf die großen Lithiumvorkommen des Andenstaates gegeben hatte. Zitat Ende. Das war der letzte Versuch der CIA mit dem Putsch in Bolivien, in Südamerika das Steuer wieder nach rechts zu reißen. Wenn du die Grafik der politischen Richtungen in Südamerika vorne dir anschaust, ist links bei den 1970ern alles schwarz.
lauter Militärdiktaturen. Nach rechts hin wird absurder, mehr Sozialismus. Noch von oben, aber es ändert sich jetzt mit den Massen auf der Straße und mit der Rätepolitik der PTS und ihrer Schwesterorganisation. In der Räterepublik, bei einer Arbeiterklasse von 80% der Bevölkerung, kann der CIA nicht mehr so einen Putsch machen. Denn hier sind alle Menschen wachsam. Alle, denn allen gehört jetzt alles. Morales ist nach Mexiko geflüchtet und wartete Dinge ab, die da auf ihn zukommen werden. Ich denke, er muss nicht allzu lang warten. Dann kann er zwar wieder nach Hause, aber als der Vorsitzende der Volkskommissare müsste er dann auch für die Räteverfassung sein. In dem Nachbarland rechts haben sie gerade den neoliberalen Präsidenten in die Wüste geschickt und die Massen fordern Schluss mit der Rückzahlung an den IWF. Und längst demonstrieren 1 Million, dass der Präsident in die Wüste gehe. Aber er hat doch das ganze Kabinett aufgelöst. Aber trotzdem werden die Millionen auf der Straße bleiben, bis die ganze Bagage weg ist. Und im Norden sind auch Tausende auf der Straße. Meinst du Peru oder Kolumbien? Beides. Ganz Südamerika steht im Kampf. Generalstreik in Chile. Generalstreik in Kolumbien. Generalstreiks in Argentinien, Streiks in Peru. In solchen Zeiten explodieren die Gehirne. Alle YouTube-Videos darüber zeigen, Zitat, ein Bild ähnlich dem von St. Petersburg im Sommer 1917. Zitat Ende. Kurz vor seinem Tod prophezeite Chris Hamm noch, dass die Südamerikaner die Tür der Geschichte aufstoßen werden. Zitat: In Bolivien haben wir einen Blick darauf werfen können, wie Arbeitermacht plötzlich inmitten einer wiederkehrenden Instabilität des globalen Kapitalismus möglich werden. Dies wird nicht das letzte Mal sein. Wir sollten jetzt die Lehren ziehen und darauf hinarbeiten, dass beim nächsten Massenaufstand die Menschen nicht nur an die Tür der Geschichte klopfen, sondern sie aufstoßen. Zitat Ende. Die Zeit ist reif dafür. Die PTS, Schwesterorganisation. Link 4.